doch schon wieder vom Wiederaufstieg. Wir gehen in die Regionalliga. Da wäre es ganz schön, wenn die Zeiten für den FC Gütersloh zurückkämen, als die auch noch in der zweiten Liga spielten. Inzwischen drücken den Klub aber 7,5 Millionen Mark Schulden in der Regionalligakasse. Deshalb hat man am vergangenen Freitag einen Insolvenzantrag gestellt. Und deshalb war das Spiel gegen Aalen heute auch alles andere als wichtig. Kein Geld in der Vereinskasse, das merken auch die Gäste im VIP-Zelt des FC Gütersloh. Kalte Platte, kein warmes Menü. Wochenlang hatte der Vorstand nach neuen Sponsoren gesucht. Ziel, ein Sanierungskonzept für den hochverschuldeten Club. Vergeblich, der zahlungsunfähige FC musste nun das Insolvenzverfahren einleiten. Ich bin nach wie vor optimistisch, dass wir mit dem Insolvenzverfahren und optimistischen Investoren, die zu uns kommen, dass wir den Regionalliga-Fußball hier retten werden. Theoretisch ist natürlich auch der Worst Case denkbar, aber ich will hoffen und gehe einfach davon aus, dass wir auch im Jahr 2000 Regionalliga-Fußball hier sehen werden. Aalens Nummer 7, Heiko Bonand, stimmt der Niedergang des FC besonders traurig. Er führte die Heidewald-Elf einst in die zweite Liga. Mir tut es in der Seele weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wohne ja auch immer noch in Gütersloh und verfolge natürlich auch durch die Presse das Geschehen hier. Und mir tut es eigentlich wirklich weh, dass die Chance, die man hier die letzten 3-4 Jahre hatte, dass man die nicht genutzt hat. Und trotz allem hoffe ich, dass die Stadt Gütersloh, dass die Industrie in Gütersloh, dass man es hinbekommt, dass der Verein weiter existieren wird. Mitgefühl für den Ex-Club, aber die Punkte wollte Aalen natürlich nicht im Heidewald lassen. Der Tabellendritte zunächst überlegen. Doch das war nur Strohfeuer. Danach trumpften die ersatzgeschwächten Gastgeber auf. Der FC rannte, kämpfte, hatte aber noch Pech. Titus Ortici traf nur die Latte. Knapp scheiterte auch Massimilian Porcello. Besorgte Miene bei Aalens Trainer Jupp Tenhagen. Zu Recht. Seine Elf spielte nach der Pause weiter ideenlos und teilweise kläglich. Torjäger Bamba diesmal als Torverhinderer. Als die 3500 Zuschauer im Heidewald schon mit einem torlosen Remis rechneten, kam der große Auftritt von FC-Bomber Ortici. Das 1:0 in der 82. Minute und der Sprint in die Arme von Trainer Gerhard Kleppinger. Kaum hatte sich die FC-Bank beruhigt, schlug der Nigerianer wieder zu, vorbereitet vom eingewechselten Michael Mason. Die 85. Minute, das 2:0, Ortichis 12. Saisontor. Und die nächste Ehrenrunde war fällig. Danach Gütersloh nicht mehr so konzentriert und prompt bestraft von Sascha Peters, das 1:2 in der 88. Minute. Der Däne Brian Christensen machte dann mit einem Traumtor aber alles klar. Durch den 3:1-Erfolg verbesserte sich der FC auf Platz 3. Für einen Moment vergessen waren da im Heidewald alle Finanzprobleme. Ja, wenn ich sagen würde, dass wir nicht in unseren Köpfen rumspuken, das wäre gelogen. Aber wir haben in den letzten Wochen eine Aktion gestartet. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt nur noch auf sportliche Dinge antworten. Das andere, das ist halt so, das können wir nicht beeinflussen. Und die Antwort wollen wir auf den Platz geben. Und das haben wir heute, denke ich, gemacht. Sportlich tut die Mannschaft alles fürs Überleben des FC. Jetzt müssen nur noch die Sponsoren.